Hallo Leute, mein Name ist Carmen Knote und ich bin von Greenville und wir bauen und designen Häuser, die eine Seele haben. Wenn euch heute das Video gefällt, gleich vorab, dann freuen wir uns natürlich über einen Daumen hoch und natürlich könnt ihr sofort unseren Kanal abonnieren, dann verpasst ihr keine weitere Folge. Wenn ihr noch was sehen wollt, was euch interessiert, dann schreibt es uns einfach unten in die Kommentare. Und wenn ihr auch so ein Haus haben wollt, dann glaubt an euren Traum. Diese Familie hatte auch einen Traum, an den sie fest geglaubt hat. Heute vor 10 Jahren konnte sie sich noch nicht vorstellen, solch ein Haus hier hinzustellen. Es fehlt am Grundstück, es fehlte an der Firma, die das machen kann, aber der Traum war da. Und wenn man an den Traum glaubt, dann schafft man das auch. Die größten Fehler sind die, dass man die Träume, die man hat und die Ziele, die man hat, einfach zu niedrig setzt. Wisst ihr was? Die treten nämlich dann ein und dann hat man zu niedrige Ziele. Und hier war die größte Herausforderung, das Grundstück ist in der Mitte von einem kleinen Ort, direkt neben der Kirche. Das bedeutet, wir hatten riesige Bauauflagen, um dieses Objekt überhaupt verwirklichen zu können und haben einige Kompromisse gemacht, aber trotzdem ist das Ergebnis wunderschön geworden und das will ich euch heute zeigen. Wir stehen jetzt direkt vor dem Haupteingang. Die Besitzer wollten gerne eine dunkelrote Tür und die passt natürlich hervorragend zu dem Mausgrau der Fassade. Und weil das Haus sehr, sehr groß ist, haben wir sämtliche Untersichten, Eckbretter und die Fensterumrandungen in weiß gestrichen. Dadurch sieht das Haus leichter und etwas lieblich aus, trotz dieser Größe. Auch das Deck der Veranda ist in weiß gestrichen. Hinter der Tür geht es direkt ins Esszimmer. Wir haben hier keinen Flur, keine Garderobe hier vorn. Das befindet sich alles woanders und ich will deswegen heute hier nicht im Haupteingang beginnen, sondern wir gehen direkt so, wie die Familie, wenn sie nach Hause kommt, als erstes das Haus betritt. Das heißt, wir gehen direkt zur Garage. Wir haben hier insgesamt 4 Garagen. Eine ist auf der rechten Seite und hier die 3 großen Garagen. Das heißt, so wie die Familie nach Hause kommt, wie der Ablauf ist, wenn die Besitzer einfach mit den Einkäufen nach Hause kommen, geht das Tor elektrisch auf, man fährt hinein und geht auf einen ganz kurzen Weg hinein ins Haus. Die Tore, die sind nachempfunden amerikanischen Vorbildern. Wir finden es super schön, wenn das aus Holz ist und nicht die Sektionaltore, die man hier in Europa bekommt. Finden wir so viel, viel schöner mit den kleinen Butzenfenstern. Und das haben wir einfach nachgestaltet. Und deswegen kommt diese hervorragende Optik zum Vorschein. Aber die Garage an sich hat noch ein Obergeschoss, das wir als Wohnraum bzw. als Büro umgebaut haben. Und das will ich euch zeigen, bevor wir jetzt ins Haus gehen. Und jetzt noch für alle Oldtimer-Fans. Wir haben in dieser Garage noch eine kleine Besonderheit. Wir haben hier eine Grube zum Montieren für die Autos. Das ist im Grunde genommen haben wir einfach Bohlen hineingelegt. Unten sind 2 Meter Platz, nach unten kann man wunderbar stehen. Ja, jeder, der das haben möchte, der sollte sich sowas installieren. Aber wir gehen jetzt in das eigentliche Ziel. Wir gehen in unser Büro, was ich euch noch zeigen wollte. Denn da hat man eine hervorragende Aussicht. Wir sind jetzt hier oben im sogenannten Männerraum. Das ist ein Raum, in den sich der Hausherr zurückzieht, wenn er ungestört arbeiten will. Das Treiben im Haus kann hier niemand stören. Es ist so leise und so abgeschieden, dass man alles in Ruhe machen kann und man hat zugleich eine hervorragende Aussicht. Wir haben den Raum abgeteilt durch eine Brüstung und mit Butzenscheiben. Wir haben das Ganze mit Kassetten eingefasst, sodass es der Raum trotz des Büros einfach eine Leichtigkeit hat. Das ist so groß, hier könnte eigentlich auch jemand wohnen. Aber es ist Büro. Nun geht's weiter. So, jetzt waren wir oben im Büro und jetzt zeige ich euch den kürzesten Weg von der Garage in das Haupthaus. Ihr müsst euch vorstellen, wir kommen mit dem Auto an, wir haben schwere Taschen und so gehen wir praktisch unter einem Dach direkt ins Haupthaus. Und als erstes sind hier die Hauswirtschaftsräume angeordnet, damit man alles, was man in der Hand hat, wieder los wird. Und das zeige ich euch jetzt. Ja, und da haben wir als erstes das wichtigste Zimmer. Und das ist natürlich der Hunderaum. Der Vierbeiner ist natürlich das wichtigste Familienmitglied und muss als erstes hier gereinigt werden. Wir haben hier eine Hundedusche, die sehr bequem ist, recht hoch. Der Hund
kann auch bequem hier hochsteigen. Es ist hier in dem Fall ein sehr großer Hund. Kann geduscht werden, abgetrocknet werden und dann geht es ab in den Wohnraum. Und genau gegenüber vom Hundezimmer ist auf der anderen Seite die Speisekammer, wo man alles, was man eingekauft hat, sofort verstauen kann. Von hier geht es direkt in die Küche. Wir haben einfach festgestellt, dass die Speisekammer ein sehr wichtiger Ort ist im Haus. Nicht nur, dass man alle Einkäufe hier verstaut, sondern man kann auch einen Tisch hier hinstellen und Geräte, die man nicht in der Küche hat, deponieren und auch benutzen, wenn sie groß genug ist. Und ja, dieses Zimmer ist mal groß genug und guckt euch alleine um und macht euch ein Bild. So, und wenn wir jetzt weiter hinein ins Haus kommen, dann haben wir auf der rechten Seite als erstes eine große Garderobe mit wo Schuhe und Wintersachen und alles verstaut werden können. Und wenn man weiterläuft, dann haben wir hier eine ganz kleine Garderobe für die Gäste und von da aus geht es auch gleich ins Gäste-WC. Der Neuengland-Style dieses Hauses, den seht ihr ganz gut hier in der Gästetoilette. Das heißt, wir haben eine Bordüre, so ungefähr bei 1,20 Meter Höhe. Darunter haben wir einen warmen Cremeton der Wand, darüber weiß. Das WC, wie alle WCs hier in dem Haus, sind historisch, also modern, aber nach historischem Vorbild. Es ist aus Holz und Porzellan. Das Waschbecken genauso, auch die Armaturen. Und wo ihr das genau kaufen könnt, das zeigen wir euch in den Shownotes unter diesen Videos. Und jetzt schließt sich der Kreis wieder. Wir sind dort, wo wir heute Morgen angefangen haben. Direkt am Haupteingang, hinter der roten Tür, geht es in den Essbereich und Wohnbereich. Wir haben hier keine Garderobe, die habe ich euch eben gezeigt. Die ist neben der Treppe auf der linken Seite. Auch für die Gäste die Garderobe mit dem Gäste-WC, habt ihr gesehen. Die Treppe ist ganz in weiß gehalten, auf der Seite vom Flur mit einer Paneele versehen. Achtet einmal auf die Details. Die Stäbe der Treppe sind gedrechselt mit einem sehr zurückhaltenden Muster. Die Pfosten sind extra für diese Treppe angefertigt und haben sehr schöne Proportionen und laden zum Hochgehen ein. Hier sind wir im Essbereich, der zentrale Bereich des Hauses ist schön groß. Die Decke ist bis oben geöffnet. Wir haben oben Holzpaneelen an der Decke. Das ist ein sehr schöner Kontrast. Ihr könnt rechts und links sehen, dass man auf die Porch hinaus kann, auf beiden Seiten. Und auf der rechten Seite ist die Küche und links ist das Wohnzimmer. Und das Wohnzimmer ist ebenfalls offen. Wir haben hinten eine Klinkerwand. Sehr schön der Schriftzug Home, die Klinkerwand und das Fenster ist eingefasst mit einem Rahmen, sodass es alles auch durch die hellen Möbel davor sehr gut zur Geltung kommt. Genießt kurz noch die hervorragende Aussicht, die wunderschöne Aussicht und jetzt gehen wir weiter in die Küche. Wir haben eine Küche hier, die eine Mischung aus Landhausküche und amerikanischer Küche ist. Augenfällig kein Dunstabzug, der wird versenkt in der Kücheninsel. Wir haben hier Nischen, wo die Geräte stehen, dass man sie nicht sieht. Dahinter ist Paneele, die man gut abwaschen kann. Das ist ein sehr schönes Detail für mein Empfinden. Oben Butzenscheiben, wo man Stauraum hat für Dinge, die man nicht im täglichen Leben braucht. Ein amerikanischer Kühlschrank darf natürlich nicht fehlen. Den zeige ich euch jetzt gleich mal im Detail. Das ist ein sogenannter Side-by-Side-Kühlschrank, das heißt, auf einer Seite ist Gefrieren. Hier seht ihr auch die Eiswürfel vom Freshmaker. Auf einer Seite Gefrieren, wie gesagt, und auf der anderen Seite ist der normale Kühlschrank. Unten für Gemüse, oben für normale Dinge. Und clever, man kann natürlich das auch noch öffnen und kann hier somit die Flaschen recht gut hinausnehmen. Und natürlich, was ganz clever ist, neben natürlich auch ein Porzellanwaschbecken, das ist, dass wir hier eine Durchreiche auf die Porch haben. Das Schiebefenster kann man auf beiden Seiten hoch machen. Auf der anderen Seite kann man zu Abend essen. Man kann alles rausstellen und herausreichen. Man kann kommunizieren. Es ist wunderbar. Und natürlich sehen Sie von hier aus gleich in die Speisekammer, die wir vorhin schon gezeigt haben. Und von da kann man die Vorräte ganz locker holen. Die hohen Küchenschränke sind in Wirklichkeit keine Schränke, sondern das sind Schubfächern, sodass man nicht so tief
in einen Schrank hineingreifen muss, sondern alles wunderschön übersichtlich herausnehmen kann. Und jetzt habt ihr hier einmal eine Vorstellung, wie toll es sich auf einer überdachten Veranda lebt. Man kommt nach Hause, kann hier ein Glas Wein genießen, kann die Aussicht genießen. Und ihr könnt euch sicherlich noch an die Küche erinnern mit der Durchreiche. Das ist genau hier, wo man das Essen serviert bekommt. Ja, ich weiß nicht, was es Schöneres gibt. Die überdachte Veranda hier ist sehr groß. Ein Teil der Veranda ist in der Sonne, also ist frei, ohne Dach. Das ist so eine Lümmelecke, in der man sich sonnen kann. Oder wenn der Abend fortgeschritten ist und man die letzten Sonnenstrahlen genießen kann, dann sitzt man da. Auf der anderen Seite der Veranda ist ein Essplatz, der auch sehr groß und geräumig ist. Und wenn die Sonne sehr stark scheint, dann geht die Familie dorthin zum Abendessen oder manchmal auch zum Frühstück. Das Haus hat 3 Etagen. Wir sind hier auf der mittleren Etage, also der ebenerdigen Etage. Und wir gehen jetzt als Erstes nach oben und da zeige ich euch die Schlafräume. Jetzt habt ihr mal einen Blick von der Galerie nach unten in den Essbereich und in den Wohnbereich und in die Küche. Und von hier oben geht es zur einen Seite in das Schlafzimmer der Eltern. Das besteht aus einem Schlafzimmer, der dazugehörigen Ankleide und aus einem Badezimmer. Das Badezimmer ist sehr besonders, nicht nur wegen der Farbe, sondern auch wegen der Badewanne, die so hoch gesetzt ist, dass man beim Baden aus dem Fenster schauen kann und von hier einen direkten Bergblick hat. Auf der rechten Seite haben wir das Kinderzimmer, ebenfalls mit einem Bad angegliedert. Durch das Haus 3 Etagen hat und die Besitzerin nicht die ganze Zeit nach unten laufen möchte mit der dreckigen Wäsche, ist hier auch ein Wäscheschacht, der über diese 3 Etagen geht. Und dort, wo es eine obere Etage gibt, gibt es eben auch eine untere Etage und wir sind jetzt im Kellerbereich. Der Kellerbereich geht aber auf der Südseite ebenerdig nach draußen, denn wir haben einen sehr hohen Hang hier zu überbrücken. Auf der Rückseite haben wir eine Betonwand, die den Hang abfängt. Der Keller besteht einmal aus einem Heimkino, einem Gäste-WC, einer Gästewohnung, einem Büro und natürlich Lagerräumen und dem Mudroom. Und als Erstes zeige ich euch den Mudroom. Den Mudroom haben wir im Stil an das Haus angepasst. Das bedeutet, wir haben einfach am Boden ein Schachbrettmuster in Schwarz-Weiß, sehr klassisch, sehr elegant. Und die Bedienung der Geräte ist recht einfach. Wir haben sie einfach nach oben geholt hier auf eine einfache Variante. Einfach einen Tisch mit Füßen. Dann gibt es genügend Stauraum und man kann natürlich ebenerdig auf die untere Porch von hier aus nach draußen gehen und von mir aus auch Wäsche draußen aufhängen, wenn man das möchte. Das Heimkino ist recht groß. Die Besitzer nutzen es jeden Abend und schauen hier fern und kommen hier runter und entspannen sich. Und es ist so groß, dass es auch gut und gern als Gästezimmer genutzt werden kann, weil einfach die Couch eine Größe hat, wo jeder bequem liegen kann. Angrenzend daran ist ein kleines Gäste-WC mit Dusche, sodass es alles praktikabel ist. Auf der unteren Porch könnt ihr sehr gut sehen, wie das Hanghaus direkt ebenerdig im Kellergeschoss nach außen geht, dass der Steilhang hinten mit einer Wand abgesichert ist und das Holzhaus ist halt direkt angedockt an diese Wand. Die Decke ist bereits aus Holz von der nächsten Etage. Und das war schon wieder für heute, hier aus dem Neuenglandhaus in der Schweiz. Und wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns, wie ich es schon am Anfang gesagt habe, über einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal, damit ihr nichts verpasst. Und wenn ihr auch so ein Haus haben wollt, träumt und die Träume werden irgendwann wahr.